Der Bugatti 16C Galibier ist nach Aussage seines Erbauers die exklusivste, eleganteste und stärkste Limousine der Welt. Unter der langgestreckten Motorhaube, die auf beiden Seiten nach oben aufklappbar ist, arbeitet ein 16-Zylinder mit zweistufiger Kompressoraufladung, der aus 8 Liter Hubraum zwischen 800 und 1000 PS holt. Porsche präsentiert die Studie 918 Spyder. Der Mittelmotor-Zweisitzer verbindet die Fahrleistungen eines Supersportwagens mit dem Schadstoffausstoß eines Kleinwagens. CO2-Emissionen von 70 Gramm pro Kilometer und der Verbrauch von 3 Liter auf 100 Kilometer machen ein innovatives Plug-in-Hybrid-Konzept möglich. Seat enthüllt mit dem IBE das erste Elektrokonzeptfahrzeug der Marke. Der Motor des rein elektrisch betriebenen Konzeptfahrzeugs leistet bis zu 102 PS und soll in 9,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Mit dem Prius Plug-in Hybrid beweisen die Japaner, dass umweltfreundliche Fortbewegung nicht kompliziert sein muss. Mit dem Plug-in Hybrid ist Tanken ganz stressfrei zu Hause an der Steckdose möglich. Das soll der neue Hyundai i40 werden. Mit dem HED 7 iFlow Concept wird eine coupéhaft gestaltete Karosserie präsentiert, die sich deutlich von der kürzlich in den USA gestarteten Version abhebt. Opel zeigt starkes Engagement, künftig stärker auf Elektroautos zu setzen. Wie sich die Opelaner das vorstellen, verkörpert der Opel Flex Stream GTI Concept. Vive la France, die Marke mit dem Löwen, will sich zukünftig mit einem neuen Design präsentieren. Mit dem Concept Car SR1 zeigt Peugeot zum ersten Mal, wie das neue Gesicht der Modelle aussehen wird. Unter dem Titel Five by Peugeot stellen die Franzosen eine luxuriöse Mittelklasse-Limousine vor. Die elegante Studie soll an vergangene Designtradition anknüpfen und dem derzeitigen Trend zur Annäherung von Mittel- und Oberklasse Rechnung tragen. Citroën präsentiert die Top-Version des DS3 mit 200 PS. Der Citroën DS3 Racing wird von einem 1,6 Liter Turbobenziner angetrieben. Die von der Motorsportabteilung entwickelte Version ist auf 1000 Exemplare limitiert. Rinspeed präsentiert das kleine Elektroauto UC. Der Zweisitzer soll auf Langstrecken per Eisenbahn mitreisen wie ein Rollkoffer. Der Schweizer Auto-Think-Tank Rinspeed will für das Projekt bereits Investoren begeistert haben, die eine Serienfertigung in greifbare Nähe rücken lassen. Details sind noch geheim. Duetto Ottanta heißt die neueste, wunderschöne Kreation aus dem Hause Pininfarina. Und mit dem E-Mas 3 von Proton wird in Genf ein weiteres ökonomisch ausgerichtetes Kleinfahrzeug vorgestellt.